Max erstellt mein Programm jetzt dann die Noten. Ne? Haben wir vorher schon gesehen, man kann eine Saite im Bund eingeben und dann können wir das auch abspielen lassen. So, gut, funktioniert. Und da hier kann man zum Beispiel wieder Saite Bund und dann noch mit dem Finger dazu eingeben und so weiter. Also hier ist man freier in der Programmierung, was man überhaupt machen will. Skalen kann man definieren und so. Ja, Intervalle, die kann ich vorher definieren und kann es mir anzeigen und kann die dann auch einsetzen in der Musik. Ja. Jetzt hier habe ich zum Beispiel einen C3 genommen. Auch jetzt ist er abgehauen. Kann man auch mal 10,4 nehmen, ist ja egal. Und dann sagen wir, das ist der Intervall hier, die verminderte Intervall ist. Und dann kriegt man hier dazu die Tonleiter dazu. Gell? Ja, wir haben hier so einen Startwert und die anderen, die werden dann aufgrund des verminderten Intervalls dazugefügt. In dem Fall. Gell? Jetzt kommen Tonleiter, Dur-Tonleiter und so weiter. Wie das aussieht. Gehen wir auf C3, wo wir eigentlich zu Hause sind. Ja. Das ist jetzt der Dur-Tonleiter und so weiter. Das sind die Noten. Ja, die werden dann jetzt hier in dem Fall natürlich mit dem Bassschlüssel angezeigt. Man kann es auch mit dem anderen Schlüssel machen. So. Kann man auch mal. Natürliche Tonleiter. Kann man alles hier definieren. Harmonische, Molltonleiter. Kann dann damit experimentieren. Melodische, Zigeuner-Tonleiter, chromatische Tonleiter und so weiter. Was das Herz begehrt. Pentatonik. Auch definieren Minor-Pentatonik oder Major-Pentatonik. So, jetzt haben wir den ausgerufen. Und dann können wir die hier ausführen. Das ist jetzt so. Wenn wir die ausgeführt haben, können wir die analysieren, die Töne, die wir erstellt haben. Das sieht man, das ist Viervierteltakt und A-Minor. Ja, A-Minor. Die Wahrscheinlichkeit, dass es A-Minor ist, liegt bei 0,78. Das ist der Korrelationskoeffizient. Und der im Quadrat genommen ist das große R. Das ist dann die Wahrscheinlichkeit, dass es A-Minor sein wird. Und wenn es es nicht sein sollte, werden hier noch die anderen Möglichkeiten, die es besteht, aufgeführt. Ja. So sieht es aus. Hier haben wir es Molltonleiter und so weiter. Ja. Ich mache hier alles definieren, Kirchentonarten, da kann man die miteinander vergleichen, welche Unterschiede sie haben und was nicht. Ja. Chords kann man definieren. Und so weiter. So, da kann man Streams erstellen. Das heißt, wenn man jetzt einzelne Noten dann zur Musik zusammen macht, kann man hier auch definieren. Ja. Und dann wird hier die Wahrscheinlichkeit überprüft, ob gewisse Noten da nicht richtig, also nicht harmonisch dazu passen. Ja. Man kann hier MIDI-Dateien erstellen und kann dann schauen, wenn man jetzt eine MIDI-Datei hochgeladen hat. Das Hotel California hatte ich da mal hochgeladen. Und dann wird hier ein Histogramm abgeführt, welcher Ton wie oft vorkommt in dem Lied und so. Da kann man quasi Analysen betreiben. Ja. Hier ist dann das Offset. Gell? Jeder einzelne Ton, der da kommt, wird dann gesagt, welche Tonart das ist,
Und wann kommt der? Sieht man, welche öfter kommen und welche weniger? In welchem Offset? Wenn man die analysiert, in dem Fall kommt man auf B Minor mit der Wahrscheinlichkeit von 81%. Ja, B Minor. Gut. So läuft es halt. Und so sieht es halt aus, wenn wir welche Noten wie lang gespielt werden und welche Tonhöhe und so. Das kann man da alles analysieren. Ja. Stream erstellen und so weiter. MXL-Dateien kann man hier öffnen, was man eigentlich in jedem Musikprogramm machen kann. Und dieses Musik 21, das hat ja auch noch XML-Dateien mit am Port. Und zwar von diesen ganzen Komponisten da, auch Bach und Beethoven und so weiter. Ja. Händel ist dabei, Haydn, Mozart und so weiter. Hier habe ich noch aufgeschrieben, wie viele Stücke von wem. Und die meisten sind ja Bach. Bachus. Ja, wenn man Bach eingibt. So. Ja, wir müssen dann an Anfang anfangen. Da fangen wir an. Da müssen wir anfangen. Aktivieren. 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 Jetzt sagt er wieder 433. Dann nimmt man den ersten, den man genau hat. Dann kriegt man dann die Noten gezeigt. Ja. So, wie man einen Auszug daraus haben wollen, sagt er, es gibt von 4 bis 10, die wir benutzen. Wir benutzen die 5. Machen daraus eine Auswertung. So, und dann zeigt er uns jetzt an, zum Beispiel hier den Intervall, ja, und dann die Noten, Pitchnoten und dann die Skalen. Ja, und dann sieht man aufgrund dessen, sieht man es eigentlich auch, weil es ist ein Studienprogramm, was das dann sein wird. Gell? So möchte man das halt in der Praxis. In Auszug, in Liste. Ja, so kann man arbeiten. Und wenn man dann die XML-Datei bearbeitet hat und da was dran gemacht hat, kann man die dann wieder als MXL-Datei speichern. Und das ist alles das, was ich so nebenbei mache. Wie gesagt, und dieses Musik 21, das arbeitet mit die Anzeige hier, das wird zum Beispiel im MuseCore gemacht. Und deswegen bin ich von Dux Guitar weg zum MuseCore gegangen. Wenn wir dahin. MuseCore. Nimm halt irgendeins, nimm mal das da. Gut. Das ist jetzt MuseCore und da kann man genauso komponieren und so, aber ich